Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr im Notfall bei leerer Batterie die Parkstellung P lösen könnt, um das Fahrzeug in N zu schalten und aus der Parklücke herauszuschieben oder ziehen und das Fahrzeug anschließend zu überbrücken. Gut, dann zeige ich euch mal, wie ihr bei leerer Batterie den Gangwallhebel aus der Parkstellung lösen könnt. Zuerst nehmt ihr einen Schraubenzieher. Bringt ihn hier unter der Blende, unter dieser kleinen, und hebelt es einfach nach oben dann heraus, das Ganze. Anschließend nehmt ihr einen langen Schraubenzieher, stecht hier von oben herein. Wichtig ist, dass ihr den Schraubenzieher mehr nach drüben zum Schalthebel bringt, weil der Hebel, der das Ganze entriegelt unter der Blende, nach links weggedrückt werden muss. Und dann könnt ihr hier den Hebel, hier, wenn ihr den Knopf drückt, nach hinten zieht, meine ich, hier lösen und in N bringen. So könnt ihr jetzt das Fahrzeug aus der Parklücke herausschieben oder ziehen. Wichtig wäre natürlich, dass ihr gleichzeitig die Bremse drückt, wenn ihr irgendwo am Hang steht, dass das Fahrzeug nicht wegrollt. Hier ein Beispiel mit abmontierter Blende zum einfacheren Verständnis. Wenn ich die Bremse hier durchdrücke, wäre die Sperre nach links gezogen, um den Gangwallhebel zu entriegeln. Sollte gleichzeitig bei leerer Batterie die Handbremse angezogen gewesen sein, würde ich empfehlen, eine Werkstatt zu rufen oder einen Mobilitätsservice, weil mit einem Boosterbag oder Jumpstarter ist es viel einfacher, die Batterie zu überbrücken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Allzeit gute Fahrt. Bis zum nächsten Video.